habe 19 Punkte über, Max erschwemmt 24. Okay, reicht, kann er damit meine ausgleichen? Denn ich habe Kriegskunst nicht. Auf was leite ich ab? Klugheit plus 7 und die Hälfte okay. von Rafim. KL plus 7, da fehlen mir 2 Punkte. Das heißt, Rafim sollte ausgleichen können, richtig? Ja, schon. Also, wenn wir sie verdreifachen, weil es ja, genau, einfach dreifach. Genau, aber könnt ihr nicht eure. Könnt ihr nicht als Magier inzwischen Zauber halten? Gibt es nicht so eine Fähigkeit? Ja, aber die ist super teuer und eigentlich wertlos. Ah, okay, sorry. Weil, okay, denn du kannst loszaubern, wenn da drin keine Geräusche mehr tönt. Aber richtig, denn eben nicht, denn ich brauche 5 Aktionen, denn dann lasse ich mir lieber Zeit und modifiziere die Sprache weg, dann passieren keine Unfälle. Dann time ich ihn lieber so, dass er gleichzeitig mit deinem Silenzium reingeht. Ja, dann machen wir so. Dann los. Okay, wir müssen 2 mal verlängern, das sind plus 10. Wir müssen die Sprache wegmodifizieren, das sind plus 7. Wir lassen uns Zeit, das ist eine minus 4 für dann plus 13 und das halbiert sich auf eine plus 7 runter. Ist die Tür hier offen? Nee, die ist nicht offen. Also ihr habt einen Schlüssel, ihr wisst nicht, welcher von denen passt. Einen von denen, also 3 Schlüssel habt ihr. Einen könnt ihr ausschließen. Ihr habt eine Chance von 1 zu 1, dass jetzt beim ersten Mal der andere passt. Aber die Tür ist nicht offen. 1 zu 1 ist 100%. Ja, eine Chance von... Ja, also... 50? 50-50. Ja. Ich würde mich gerne orientieren, wenn ich jetzt Zeit habe, während die zaubern. Welche Tür eigentlich? Ja. Das ist eine Tür. Also, das ist ja ein Gefängnis. Genau. Okay, woher wissen wir, dass die Dudes dahinter sind? Gittertür. Weil das ist eine Gittertür. Ah. Also, ihr könnt die sehen. Raffin, du bist stark, du kannst die einrennen. Wieso? Ich glaube nicht, dass die einrennen kann, weil sonst hätten die Schwarzen schon lange die Variante aus Versehen von der Wand. Die Variante war im Ring nochmal 5 erschwert, habe ich vergessen. So, wir sind bei gerade einmal 7 Punkten über. Gut, dann kommt gleichzeitig der Silenzium. Ja, auf, der ist gelungen. Auf, warte mal, der Silenzium kommt auf. Ja, in die Mitte des Raumes. In die Mitte des Raums, genau. Der hat 5 Schritt Radius, also müsste reichen. Da habe ich jetzt gerade den Sinn nicht verstanden, warum ihr den silenziumiert. Weil die sich anfangen werden, sich zu beschweren, sobald sie anfangen zu husten und wir nicht wollen, dass es irgendwie die Treppe hochhallt. Wir rennen dahinter, also dahinter rennt Rafin jetzt rein, tritt die Tür ein, oder wir müssen uns was überlegen, und sticht die Überlebenden ab, vor allem die Yoga. Okay, dann. Und die Yoga wird vermutlich zu blöd sein, irgendwie den Rückzug anzutreten. So, dann so, da fliegt es dem Jasmas. Du hustest jetzt in deine Hand. Und schmeißt dann den Klumpen Schleim in Richtung der Gefängniszelle. Ah, und wie ein Pfeil fliegt er da rein und fängt an, sich auszubreiten. Wie schnell geht das? Das ist instantan. Instantan. Wie in Sphero. Es ist eben nicht wie in Sphero. Er hat keine Flugzeit. Also hier steht nichts von der Flugzeit. So, wir müssen annehmen, dass es instantan ist. Ja, die WD, APD. Zusammen? So, die kriegen jetzt alle 7 SPA. Ich meine, technisch gesehen müsstest du jetzt pro Meter ausrechnen, aber ist nur 2-3 Punkte, ist nicht so wichtig. Und jeder, der einen SBR erhalten hat, muss jetzt eine unmodifizierte K.O. ablegen. Oh, fuck! No, sorry. Da fliegt ein Kegel rein. Das ist nicht schlecht. Da fliegt ein Kegel rein. Ja, unmodifizierte Probe 2. Und, ja. Genau, unmodifiziert Probe K.O. und wer es nicht schafft, der fällt an W6-Kampf unten um. Ja, wir haben es geschafft. Weil wir haben halt SP. Ja, und die also dürfen sie jetzt, solange die Wirkungsdauer läuft, jede Runde wiederholen. Gut. Und Rafim stirbt los? Aber wenn es Kegel ist, dann läuft man die mitten durch die Stankswolle. Ich weiß, deswegen lasse ich den Zauber, jetzt auch fallen. Ich habe übersehen, dass ich den Sphero nur auf mich selbst zentriert machen kann. Sorry. Ja, dann kannst du ihn wieder fallen lassen. Dann haben sie jetzt einmal, was sind das, 7 SPA bekommen. Sie husten einmal bleiben stehen. Und dann fängt Rafim an, auszulaufen, weil das war der Plan. Ein Versuch war es wert. Außerdem ist es Rafim, der macht die Falle. Ich nehme an, ich habe wenigstens die Schlüssel mir schon von dir mal besorgt. Ja, also, wenn du jetzt dran denkst, ja. Ja, natürlich. Dann nehme ich den Schlüssel in die eine Hand, in die andere Hand meine Waffe. Ihr habt immer diese grandiose Idee, dass alles, was ich tue, aus irgendeinem Grund in Explosionen und hast du nicht gesehen, endet. Ich darf mich auch mal vertun. Du bist immer noch derjenige, der so arrogant ist und Arme mir runterputzt. Ja, und was hat Arme mir getan? Nix. Ja, aber dann machst du ein. Okay, ich bin ganz ehrlich, wenn ich sehe ich, dass sie alle stehen bleiben? Ja, oder? Ja, die bleiben. Ich habe hier gerade für 10 ASP 20 Schadenspunkte rausgehauen. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Okay, das ist ein guter Deal gewesen. Du fängst an loszulaufen.
Du siehst ja, das, ja. Dann würde ich auf, während ich dahin laufe, mein Artefakt aus, also was heißt Artefakt, meine, mein schwarzes Fell auslösen. Kurse, steh mit mir und lass sie bluten. Und dann stehe ich an der Tür und hoffe, dass mein erster Schlüssel passt, weil sonst bin ich jetzt dick am Arsch. Warum rennst du die Tür nicht einfach rein? Ja, das ist eine Eisentür. Weil wir danach noch zum Ritual wollen. Weil ich mir logisch nachdenke, dass die Tür Schwarzoger aushält. Wenn ich die also selber einrennen könnte... Warum sollte die Tür dafür gebaut sein, Schwarzoger auszuhalten? Weil sie sonst nicht mehr in den Angeln hängen würde. Ja, also hängt sie ja nicht in den Angeln, vielleicht ist sie nur angelehnt. Du läufst dahin, Aktion, Position, das ist also eine Kampfrunde, dann bist du da. Zulamin will auch mitlaufen. Ja, ich lasse ihn da nicht alleine gehen, aber wenn wir da an der Tür sind, sage ich zu ihm... Die husten nur. Lass sie in den Gang kommen, dass wir sie hier ausschalten können, bevor wir uns um die Oger kümmern. Die haben uns vor allem bestimmt noch gar nicht gesehen. Die wissen nicht mal, wo das herkommt. Ja, also ich bin gerade dahin gerannt. Ich bin 2,50 Meter groß und mein Bär wird nicht lange dauern, bis der jetzt auch dahinterher stürmt. Also dann die werden schon mitkriegen. Die sind ja nicht geistig woanders. Komm, ein Befragungsschlag und die sind down, die Jungs. Die orientieren sich einmal vollständig und ziehen ihre Balestrine. Nächste Kampfrunde. Rafim, würfel mal einen W20 hoch nach oder oben tief. Ist richtig und nach unten ist falsch. Okay. Ich hab die Tür! Es dauert trotzdem eine Kampfrunde. Sie haben ihre Balestrinas gezogen. Reichweite sind 3 Meter. Und du bekommst jetzt 4 Schüsse. Das habe ich befürchtet. Und was wollt ihr, Balestrinas? Ich ziele auf den Kopf. 3 Meter sind aber denkt dran, die kriegen alle eine 20er Schwernis. Ich weiß nicht, ob die gleichen Fähigkeiten haben, wie der Mantis, das zu verhalten. Eine 20er Schwernis? Ah, nee, das war Auge. Sorry. So, du hast ja auch nur das schwarze Fell, ne? Das ist ja auch nur eine Rüstung, das ist ja kein Mutprobe. Auf den Kopf ist nur eine plus 4. So, ich würfel einfach mal einen W20. Nee, komm, ich würfel 4 W20. Komm. Das sind 1, 2, 3 Treffer. Ja. Die machen wie viel Schaden? 1W6 plus 4. Oder? Ja, soll ich die Bolzen nochmal? Genau, die Bolzen-Variante. Dann 1W6 plus 6. Genau. Plus 1, also für 1W6 plus 7 jeweils. So ist es. Und also die machen jetzt plus 2 Wundschwelle. Plus, also die Wundschwelle wird um 2 gesenkt und durch die Entfernung 3 Meter? Das ist schon mal angerechnet. 1W6 plus 7. Plus 1, so plus 7. Erste sind 9 Schaden, danach 2x 11. Ja, dann seht ihr, wie 3 Bolzen an Rafims Gesicht zerplatzen. Warte, wie viel Rüstung hast du? Am 14. Kopf? 14 Rüstung. Okay, ja. Warte, wird das nicht verdoppelt? Ich habe halt 8er Rüstung aus dem schwarzen Fell. Also das Fell ist okay, wait, aber wird das nicht verdoppelt, weil es ein Kopftreffer ist, oder ist das 50-50? Oder zählt das nur bei zufälligen? Ach so, ja, doch, warte mal, genau. Ich glaube, das ja, zählt richtig? Nur bei Klitz, nee, oder nicht? Das haben wir nie so genau geklärt, weil das bis jetzt noch nie einer gemacht hat. Genau ja, das. Doch, aber für die gelten die gleichen Regeln. Also die müssen auch hoch oder tief werden für verdoppelten Schaden. Okay, so dann es, aber für jeden Einzelnen. Die Regel kam mal zum Anwendung, aber das ist Jahre her. Weil war hoch gut oder war tief gut? 20 ist Bonusschaden und 19 nicht, oder? Genau. War hoch gut oder war tief gut? Hoch war gut. Also die 12 wird verdoppelt. Das ist der erste Schuss. Das ist 2. 9 mal 2 sind 18. Mit 8 sind 4 Schaden. Und 4 Schaden. Mach ich sogar mal Schaden, aber wir müssen auch auf was schauen. Die anderen 3, die jetzt nicht getroffen haben oder die Bolzen, die zerplatzt sind, lassen ihre Waffen fallen und würden dann gleich nochmal ihre Säbel versuchen zu ziehen. Dann gehen wir in die Initiative-Runde 12, Serpentilio. Ihr würdet um die Ecke linsen und die Sache betrachten, aka sich orientieren. Das ist für mich 2 Aktionen und eine Intuitionsprobe, denn ich habe Aufmerksamkeit nicht. Das heißt, du möchtest deine Initiative erhöhen. Mira, 2, 3, 4. Mira ist diese Aktion schon, hat sich schon bewegt. Okay, dann Serpentilio ist fertig, Abel mir 17. Ich von der hinterher stürmen. Gut, volle Aktion. Vermutlich. Oh, müsst ihr euch denn alle unbedingt so beeilen? Oh, dann lauft eben. 19, Oberstleutnant Diamantis. Oh. Diamantis möchte eine wohlweislich angepackte Granatapfelkugel sich zu eigens machen. Und in dieser Kampfrunde wird er damit beschäftigt sein, zu Rafim zu laufen und in der nächsten Kampfrunde diese einsetzen zu können. Da, die musst du aber erstmal vom Gürtel ziehen. Ja, ich habe, während ich es ausgesprochen habe, überlegt, wo genau habe ich die denn? Macht keinen Sinn, dass ich die am Gürtel habe. Ja, ne? Weil Rucksack das sind 6 Aktionen. Das sind Ton und wenn ich die im Rucksack habe, dann
Nee, fuck it. Dann scheiße, okay, dann einfach nur Bewegung. Du hast die Bewegung angesagt, was du auch immer du machst. Die Piraten haben Aktionen gehandelt, die haben geschossen und fallen gelassen. Rafim ist gehandelt, die Schwarzoger sind dran. Es ist immer noch ein Silenzium da drin, ne? Ja. Yep. Okay. Hält eine Spielrunde. Also Minuten. Fernkampfwaffen haben die hier nicht, die sind auch nur mit einem Streitkolben bewaffnet. Aber die würden sich tatsächlich. Einer stellt sich dahin, der andere stellt sich hier in zweite Reihe. Und der packt jetzt die Piraten und benutzt sie als Fernkampfwaffe. Achso, weißt du was? Ja, genau, das sind Schwarzauge. Ja, er schiebt den beiseite. Das kann er in einer freien Aktion machen und stellt sich dann direkt dahin. Dann ist der Schwarzauge durch. Warte mal, die waren auf 19. Dann können sich beide noch orientieren. Dann gehen sie von der 19 auf die 25. Mendarion. Wahrscheinlich nichts, ne? Blickt auf Serpentelio herab von seiner Größe. Was denkt ihr, passiert da vorne gerade? Dann ist Zulamin ist auch gerannt. Nächste Kampfrunde, Mira. Ich nehme an, Mira rennt bis hier und steht dann Leuten im Rücken und weiß nicht, was sie machen soll. Okay, Serpentelio 16. Der macht nichts. Vor allem der Gang ist voller Dudes. Ich denke, sie ermorden sich wieder gegenseitig. 17. Aber muss das denn wirklich sein? Ja, ihr könnt es euch vorstellen. Ich würde das erst auch hören, die nächsten 10 Minuten im Zwiegespräch. Nein, ja, danke. Rafim steht mir am Weg, komme nicht vorbei, würde die Aktion abwarten, ja, bis Rafim sich bewegt. Gut, dann verfällt deine Aktion 19. Wer macht das? Ich habe gerade gehandelt. Nee, das ist die neue Runde. Achso, neue Kampfrunde? Ja, dann orientiere ich mich erstmal. Dann komme ich von der 19. Moment, orientieren ist noch eine Aktion, was ist deine zweite? Die kommt dann auf der 24. Die kommt dann danach, genau. Die Piraten sind dran. Warten darauf, dass Afim aufgeschlossen hat, kommen da gerade nicht an wegen dem Schwarzoger, haben jetzt aber ihre Entermesser gezogen. Gehen in Parade, also ihre Aktion verfallen, sie können dann noch parieren. Rafim 21. Wie weit stehe ich dann von dem Schwarzoger weg? Du hast gerade den Schlüssel in Hand, müsstest jetzt einmal aufschließen. Ansonsten, ja, da ist halt ein Gitter zwischen. Achso, ich dachte, das war meine Aktion. Das dachte ich auch, als letzte Runde irgendwie passiert ist. Nee, du bist einmal gerannt und jetzt musst du einmal aufschließen. Achso. Aber wir wissen schon, dass der Schlüssel stimmt. Das hatten wir gewürfelt. Genau, der Schlüssel stimmt, okay. Richtig. Ja, dann schließe ich die Tür auf und stehe da. Genau, dann bin bereit zu parieren. Na, eine Kampfrunde dauert das Aufschließen. Aber er hat ja drei Aktionen. Ne, ich habe nur zwei Aktionen. Mendarion. Tut nichts. Ja, kein Waffenmeister. Ich werde einrufen, falls irgendeiner der beiden was tut, ja? Wer meint das 24? Kann ich an, wenn ich schnell ziehe, Balestrina an Afim vorbeischießen oder den ganzen Gang ein? Ja, doch, im Prinzip schon. Ja, dann, ich habe noch. Ja, richtig. Schwarzoger benutzt seinen Streitkolben und schlägt auf Rafim ein. Wuchtschlag 4. Das sind 4 Aua. Punkte mehr, sind 20 TP. Ja, warte, ich gebe dir Zone. Genau, Zone musst du bitte selber machen, in den Bauch. Bauch, das sind 6 Schaden. Keine Wunde, aber ein guter Anfang. Das gefällt mir schon. Richtig. Das war die erste Aktion und die zweite würde ich nach dem. So, jetzt ist Diamantis 24. Ja, ich schnell ziehe, wie ich schon ansagen wollte, meine beiden Balestriner. Das kostet mich 2 freie Aktionen. Mhm. Nutze noch eine zusätzliche freie Aktion, um noch einen Schritt nach links zu gehen, um dann auch definitiv an Rafim vorbeischießen zu können. Stehe ich jetzt ungefähr an der Seite von Zulamin und setze beide Balestrinas auf dem Schwarzuger an. Mhm. Und da ich einen Waffenmeister habe und innerhalb von einer Aktion schießen kann mit beiden Balestrinas, möchte ich dies auch tun. Eine Aktion benutzt zur Orientierung, ne? Richtig, richtig. Okay, dann kann ich, bevor du schießt, kann ich noch ein zweites Mal zuschlagen. Kannst du auch, ja. Dann schlage ich jetzt zu, erschwert um 4 fürs Umwandeln. Ich mache nochmal einen Wuchtschlag, aber einen 6er Wuchtschlag. Ist insgesamt eine +10.
Das reicht. Ist das irgendwie ein Schwert für beengte Umgebung oder zählt das nicht, weil der Ogre selber ja noch nicht in der beengten Umgebung ist? Er ist nicht beengt. Nö, er steht da in einem großen, freien, offenen Raum und schlägt auf die Tür. Das passt schon. Ins Bein, ja. Warte. Das ist nicht 20. Der hatte einen Wuchtschlag 6. Sind 26. Ah, warte. 26 minus 5 sind 11. Ja. Das klingt mehr wie ein Ogre. Das ist jetzt aber auch eine Wunde? Oder nicht? Warte, 11. Ja, sind eine Wunde. Gut. Damit habe ich zumindest schon mal einen guten Gegner. Und der zweite Schwarzoger haut gerade mit seinem Kolben an diese Tür. Wie groß ist der Silenziumkreis? 5 Schritt. 5 Schritt. Zu wenig. Reicht nicht. Dann gibt es von da aus jetzt zumindest ein Klonk-Klonk, was ihr durch die Silenzium-Bubble aber nicht hören könnt. Damit ist der Schwarzoger fertig. Wow, Junge. Du hättest das Ding nicht einfach auf 8 Schritte aufdimensionieren können, oder? Wäre zu viel verlangt gewesen. Die Radien machen, mach ja nicht ich. Also die Radien nicht, machen ich ja, meine nicht dich. Okay, gut. Ja, kann man ja nicht wissen. Zulamin. Ja, genau. Er kann das ja nicht abmessen. Du hast recht, man kann nicht wissen, dass man, wenn man einen Raum silenziert, man vielleicht den ganzen Raum hat. Ich sehe gerade nichts Sinnvolles, was ich tun kann. Da am Ende des Ganges ist das wieder so eine Gittertür. Hier, ja. Nein, hier. In dem Gang, in dem ich stehe. Der führt in eine Zelle, oder? Das ist eine Gittertür, genau. Das führt in eine Zelle. Okay, und das sieht man von hier, weil sonst hätte ich geschaut, ob es irgendwie einen Weg hinten rum gibt. Ja, das hätte für mich für den Charakter Sinn gegeben. Da ist ein Sklave drin. Aber den Schlüsselbund hat Rafim. Ich mache einfach einen Schritt zurück, dass ich Diamantis nicht im Weg umgehe. Nächste Kampfrunde. Schwarzoger zieht vor. Wenn ihr alle einen Schritt zurück machen würdet, könntet ihr schon eben vor mir gezogen. Ich habe meine Schüsse noch abgegeben. Du hast jetzt noch deinen Schuss. Ja, du hast recht, verzeiht. Richtig, meine beiden Schüsse, denn ich mit meinem Waffenmeister 2 Schüsse abgleich. Ich lese den noch einmal vor, falls den irgendwer nicht mehr in Erinnerung hat. Das zeitgleiche beidhändige Schießen nimmt nur die Aktion eines Schusses in Anspruch, wobei die Summe von Erschwernis und Erleichterung verdoppelt wird. Sollte aber die Summe einer Erleichterung ergeben, wird diese entsprechend nicht verdoppelt. Also wird nicht so leichter. Ich möchte dem Schwarzoger direkt vor mir ins Gesicht schießen, auf das linke sowie auf das rechte Auge, mit der linken und der rechten Ballestrina, beides Bolzenballestrinas. Okay, nicht die goldene? Nein, nicht die goldene, die befindet sich in einem Köcher, wie heißt das, wo man Waffen reinsteckt? Holster. Futter. Einem Holster im Innenmantel und ist somit auch für nicht zu erkennen, dass Diamante sie dabei hat. Ich schieße, ohne erstmal zu berechnen. 4 Meter. Muss 2-mal würfeln. Da müssten wir tatsächlich... Das ist die 2. Waffenkategorie. Ja, maximaler Modifikation 19 und 18. So, ich bekomme die Erschwernis von 10 rauf durch das Auge. Mhm. Die Reichweite gibt mir keine Erschwernis. Die Größenkategorie gibt mir keine Erschwernis. Ich kriege eine Erleichterung durch Entfernungssinn. Das heißt, wir sind auf plus 8. Darauf kommt des Weiteren nicht weiter rauf. Deswegen verdoppeln wir die plus 8 auf plus 16, die beiden Schüsse einnehmen würden. Hättest du getroffen? Damit sind beide getroffen. Was ist mit Bewegung des Ziels? Schnelle oder leichte Bewegung? Schnelle oder leichte Bewegung? Was möchtest du mir geben? Leichte Bewegung plus 2. Das heißt, wir sind nicht auf der. Wir sind auf der plus 20 und damit haben schon wieder beide nicht getroffen. Ja. Ist das nicht der Moment für ein Chip? Das ist ein Moment für meine beiden Glückspunkte. Ich würfel beide neu. Beide Glückspunkte. Lacker! Ja, das sind ja 2 unterschiedliche Proben. Also. Ja, du hast recht, das sind 2 unterschiedliche Proben. Es hätten auch 2 Schicksalspunkte sein müssen. Die wir nicht ich würfel 2 W20, ich muss die 15 unterwerfen. Und unterwerfen. Ja, was? 15 unterwerfen oder werfen? Dann brauche ich ja maximal die Qualität von 20. Ja. Plus minus 0 beide getroffen. Ekelhaft. Kannst du gerne nochmal sagen. Und dann mach das. Kannst du. Er hat 4 Wunden, also 4 Wunden regeltechnisch gibt es nicht, aber er ist tot. Also unabhängig, du kannst gerne mal die Trefferpunkte würfeln. Er hat im Prinzip 51 Lebenspunkte, aber sein Problem ist, dass er nicht 4 Wunden auf dem Kopf verdauen kann. Ja, also 4 Wunden gibt es nicht, das sind 3 Wunden. Er darf aber dennoch eine Selbstbeherrschung erschwert um 15 machen, um diese Wunden zu ignorieren. 3 Wunden liegen, okay, das darf er machen, aber 3 Wunden liegen nämlich trotzdem auf die Bretter. Was ist denn die Selbstbeherrschungsprobe in der Mitte? Was ist das?
In der Mitte? Ja. Naja, drei Wunden haben ja auch eine Erschwernis. Konstitution. Mitte ist K.O. Oh. Konstitution. Konstitution war nur 23. Aber müsstest du jetzt nie, machst du auf den Kopf, was macht dein Auge eigentlich? Auge macht automatisch eine zusätzliche Wunde. Der verliert jetzt insgesamt, was weiß ich, 6W6 Initiative, ist also auf 0. Aber viel wichtiger, er hat zwei Bolzen im Auge stecken, der ist blind. Die müssen nicht zwangsweise im Auge sein. Du kannst doch einfach nur die Augenhöhle gebrochen haben. Ja, das ist richtig. Dennoch, ein gezielter Schuss aufs Auge gibt bei uns als Hausrede automatisch den Vorteil, Nachteil, den einäugig. Vorteil. Okay, dafür kann sich Frost niemand die Schuld geben, außer sich selbst. Das ist eine absolute Behindie-Regel. Alles okay. Also, ich habe noch mehr schwarze Auge, keine Sorge. Ja, außerdem hier 25 KP, da kann man schon mal. So wie viel kosten noch Rephobos? Zustand. Ist das eine? Ich nagel den mal hinten ASP auf den Tisch, dann ist er raus. Kann er hier irgendwo blind mit zwei Bolzen im Kopf noch umhertormeln? Ich bin ja Blindbart, der Pirat! Weil er hat die Selbstbeherrschung ja geschafft. Ja, warte kurz. Mach ich später. Er ist nicht tot, er ist sterbend. Gut, dann ist Diamantes fertig. Nächste Kampfrunde. Mira, stoppe ich sie vor mit meinen Schwarzogern. Und zwar Sturmangriff dahin, Kampfrunde, der muss genauso aufschließen, aber ihr seht einen weiteren Schwarzoger, der heranstürmt und der muss auch, ich mach das jetzt mal. Ihr wolltet das mit Rafim, ich mach jetzt erstmal einen Sturmangriff durch die Piraten hindurch. Davon kriegen die aber Schaden, ja? Ja, kriegen die. Ich mach jetzt erstmal den Sturmangriff hier hin. So, Sturmangriff ist eine plus 4, ne? Ja. Ja. Rafim hat den Schlüssel in der Hand. Du hast noch keine Waffe in der Hand, ne? Ich hab beides in der Hand, bin ich von ausgegangen. Ich bin ja nicht geistig woanders. Ja, na gut, alles klar. Ja, ich meine, wärst du geistig hier, würdest du einfach einen Schritt zurück tun, damit der Typ dir Erschwernis für eine Sturmwaffe in Enkel und Gilbermo kommt. Ich konnte noch nicht handeln. Freie Aktion kannst du immer machen. Ja, dann mach ich freie Aktion hinterher. Sturmangriff auf Rafim, der würde treffen. Ist pariert. Ah, nee, ist nicht pariert. Ja, Chip. Sturmen. Wo hab ich ihn denn? Nicht shippen. Hat gereicht. Dann hast du pariert. Gut, dann ich würfel spaßeshalber mal den Schaden aus. Plus die Geschwindigkeit halbiert. Plus 4 wären viele Schadenspunkte. Dann steht er zumindest bei dir. Der andere macht jetzt einen Sturmangriff gegen die Tür. Und jetzt gucken wir mal an, ob die Tür kaputt gehen würde. Körperkraftprobe plus 7. Machen wir eine plus 10. 17, nicht geschafft. Das heißt, er haut hier volle Kanne gegen das Schloss. Durch den Silenziumkreis hört ihr das nicht, aber das Zittern geht durch. Also wir dürften das sogar hören, weil ich meine, das. Wir haben ja gerade festgestellt, dass der Silenziumkreis nicht bis an Ende des Raumes geht, weil irgendwer nicht gemessen hat. Gut. Aber dann kriegst du einen Passierschlag, oder? Das bei hier. Aber nur weil der Schwarze Ach so, der. Ich hab ihn geschaut. Gut, dann hab ich die Schwarzoger. Mira, 12. Ich befürchte, Mira kommt nicht an den anderen Menschen vorbei. Dementsprechend steht sie da. Der humpelt jetzt so langsam den Gang entlang und murmelt noch zu Mendarion hinter sich. Was dauert denn da vorne so lange? Ich werde einmal nachsehen gehen. Habel mir. Ja, ich würde ein Frigisero zwar verkürzen, indem ich in Mitte des Raums. Ein ja. Freaky? Why? Mit einem plus 5. Deal hat das jetzt nicht. Ich muss gerade gucken, habe ich auch noch. Oh, ich habe hier sogar. Ne, das ist ein Aquasphero. Aqua ist ja noch lamer. Blau ist blau. Blau ist blau, es ist egal, was das für ein Blau ist. Ja, das passt. So, der Schaden wäre dann 5W6 plus ZFP halber. In dem Fall jetzt 5. So 5W6 in die Mitte des Raums. In die Mitte ist hier. In die Mitte des Raums. Des runden Raums. Gut. Jetzt 5W6 plus 5. Dann stirbt jetzt auch dein blinder Ogre. Tut mir leid drauf, Diamantis. Oh, ich dachte, wir verhalten ihn als Haustier. So, sind 14 im Zentrum. 19 im Zentrum und pro Meter Abstand. Wird ein schlechtes Würfel rausgenommen, irgendwie.
Genau, dann bekommt der, also der Pirat, der stolpert einmal in die Richtung, der andere stolpert gegen die Wand. Ich gebe dem jeweils 6 Schadenspunkte und jetzt steht der 3 Meter vom Zentrum entfernt. Dann kommen 6 Schaden raus und kriegt er noch 8. Dann kriegt er 8 SP. Warte mal, der steht 5 Meter weg. 6 SP hat er von dem Ogre-Sturmangriff bekommen. Der hier kriegt noch 5 und der hier kriegt dann, glaube ich. Ich glaube, der kriegt auch 5. Der kriegt auch 5. Der Ogre kriegt also immer plus 5. Also ein Würfel plus 1 für den Abizug pro Schrittradius. Mhm, genau. Der niedrigste, okay. By the way. Ja, aber wenn es jetzt für die 5 überbleibt. So, dann sieht es ein bisschen eindrucksvoller aus. Eissplitter fliegen durch den Raum, zerfetzen, ja, es klingt immer noch nicht. Aber ihr seht, wie der Kochtopf mit dem Fleisch umgeworfen wird, das Feuer erlischt, es prickelt, Schnee stiebt in dem Raum umher und alles ist sehr, sehr kalt. Dann ist Abel mir fertig. Was ist der Sekundäreffekt von Eis? Rüstungsschutz wird, glaube ich, vermindert permanent. Nee, das ist Feuer. Ich glaube, Holzwaffen erhöhen ihren Bruckfaktor. Feuer, ein Opfer leidet diesen Schaden, dann wird auch die Fallkörperwärme entzogen. Für 10 TP kriegt er einen Punkt Erschöpfung, ist wahrscheinlich egal. Der Bruckfaktor steigt für die Dauer von TP-Kampfrunden um 10, metallene Schilde um 2 Punkte. Mhm. Und Bruckfaktor ist wichtig, denn wenn der einen Knüppel hat, ist es ein Holzstiel. Die haben keinen Knüppel, die haben Entermesser. Ich rede von den Ogern. Beide Oger wurden ja nicht erwischt. Naja, warte, gar nicht? Really? Bei Objekten ohne Bruchfaktor kann man entsprechend im Fall Verminderung nach Struktur ansetzen. Gut, dann sind erstmal die Piraten dran. Die kommen aber genauso wenig ran wie ihr. Das ist halt das gleiche Problem. Er wird sich aus dem Frigisferio fliehen. Und der hier rennt die Treppe in die Richtung. Nochmal 8 Schritte. Zack, der rennt die Treppe hoch. Dann sind die Piraten fertig. Rafim 21.